Worauf wir Männer bei den Frauen achten? Leute, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, oder? Die Frage ist nur, worauf achten die Frauen der Schöpfung denn eigentlich bei uns Männern? Ich persönlich bin da, um dich ein bisschen besser zu machen. Und nach diesem Video verspreche ich dir, weißt du ein bisschen besser darüber Bescheid, worauf die Frauen der Schöpfung bei uns Männern achten. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass wir wissen, worauf die Frauen achten oder dass wir grundsätzlich anderen Leuten gefallen oder Frauen gefallen. Nein, darauf kommt es nicht an. Es kommt grundsätzlich natürlich erstmal darauf an, dass wir uns in unserer eigenen Haut wohlfühlen. Und wenn das nämlich der Fall ist, ja Leute, brauchen wir nicht drüber diskutieren, dann kommen wir natürlich erstmal bei jedem gut an. Der erste Punkt, worauf Frauen achten, ist ganz klar folgendes hier. Unsere Hände. Machen wir an dieser Stelle nämlich mal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du eine Frau bist und dich mit einem Mann triffst und dir möglicherweise auch vorstellen kannst, vielleicht etwas mehr mit ihm zu haben, dann wird es auf jeden Fall dazu kommen, dass der Mann irgendwann die Frau mit seinen Händen anfasst. Und Leute, sind wir mal ehrlich, wenn ein Mann eklige, dreckige, schmutzige Hände hat, ja, und auf seine Hände nicht achtet, denkst du wirklich, eine Frau hat Lust, sich von dreckigen Händen oder von zu langen Fingernägeln anzufassen? Ganz sicher nicht. Deshalb achte darauf, dass deine Hände definitiv immer gepflegt sind. Deine Hände sollten immer gut geschnitten sein, deine Hände sollten nicht dreckig sein. Und wenn du zum Beispiel trockene Hände hast, dann achte darauf, dass deine Hände auch immer schön eingecremt sind, dass du nicht zu rissige Haut hast, sondern dass deine Hände sich auch schön anfühlen, wenn man sie dann möglicherweise auch anfasst. Zu dem nächsten Punkt könnten wir eigentlich ein ganzes Video machen, aber ich fasse es hier einfach mal kurz zusammen. Und zwar, Frauen achten darauf, ob du ein gepflegtes Gesicht hast. Und hier spielen natürlich mehrere Punkte eine Rolle. Und ich gehe jetzt einfach mal auf ein paar dieser Punkte ein. Das erste ist das Thema Haare. Ja, hast du schöne Haare? Hast du gepflegte Haare? Hast du eine gut aussehende Frisur? Sind deine Haare vernünftig gestylt? Und vor allen Dingen, sind deine Haare sauber? Oder hast du eher fettige Haare? Auch das Thema Haare wieder im Gesicht. Wie sieht denn dein Bart aus? Ist dein Bart gut getrimmt? Sieht er gut gestutzt aus? Oder ist das komplett Wildwuchs und sieht das komplett ungepflegt aus? Oder auch hier, die Augenpartie rumherum, die Augenbrauen. Sind die vernünftig gezupft oder hast du eine Monobraue? Du musst jetzt keine Nike-Zeichen und perfekt gezupfte Augenbrauen haben wie eine Frau. Aber es sollte einfach gepflegt aussehen, denn darauf achten Frauen. Und bleiben wir noch ganz kurz im Gesicht. Wie sehen deine Lippen aus und deine Zähne aus? Und hast du einen frischen Atem? Gerade dann, wenn du zum Beispiel einer Frau etwas näher kommst, dann könnte man möglicherweise deinen Atem spüren. Hast du einen frischen Atem oder nicht? Und machen wir nochmal an dieser Stelle ein kleines Gedankenexperiment bezüglich der Lippen. Wenn eine Frau sieht, dass der Mann zum Beispiel ungepflegte oder trockene Lippen hat, dann wird die Frau wahrscheinlich nicht so Lust haben, diese Lippen zu küssen. Aber wenn die Lippen super gepflegt sind, die Zähne gepflegt sind und der Mann einen frischen Atem hat, ja dann mal lieber, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Heißt, die Frauen der Schöpfung achten einfach auf ein gepflegtes Gesicht. Und dazu zählt logischerweise auch noch die Haut. Denn hast du eher gepflegte Haut oder auch hast du ungepflegte Haut? All das spielt natürlich auch eine große Rolle, denn die Haut ist ja eigentlich das Erste, was man bei jemandem sieht. Und wenn man gepflegte Haut hat, ist das natürlich auch direkt ein Pluspunkt. Also grundsätzlich achten Frauen natürlich darauf, wie man hier im Gesicht aussieht, ob das Ganze gepflegt ist oder halt eher nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Thema Outfits und Kleidung. Klar, die Frauen achten natürlich darauf, was man trägt. Was trägt man für Kleidung? Wie sieht das Outfit aus? Passt das Outfit zusammen oder eher nicht? Und pass auf, du musst jetzt nicht der nächste Instagram-Blogger werden, Fashion-Blogger werden oder Top-Experte werden, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht. Ganz im Gegenteil. Du solltest einfach grundlegend darauf achten, was du anziehst und einfach ein paar grundlegende Dinge wissen, wenn es um das Thema Outfits kombinieren geht. Denn die Frauen der Schöpfung sehen es, ob sich jemand Gedanken über sein Outfit gemacht hat oder eben nicht. Heißt, passt die Farbe zu dir oder passt generell das Outfit zusammen, was du anhast? Und da kommt zum Beispiel auch auf die Kleinigkeiten an. Trägst du zum Beispiel eine Uhr oder trägst du keine Uhr? Hast du vielleicht im Sommer eine Sonnenbrille auf? Diese kleinen Accessoires machen dein Outfit natürlich auch nochmal extrem besonders. Und darauf achten die Frauen. Und komm jetzt nicht auf die Idee, dich irgendwie zu verkleiden. Ja? Also zieh jetzt nicht irgendwas an, was du nicht bist, sondern du sollst dich wohl in deiner Klamotte fühlen, wohl in deiner Kleidung fühlen. Und dabei ist es einfach unerlässlich, dass man einfach so ein paar grundlegende Dinge einfach weiß. Und wenn du dich bei diesem Thema einfach ein bisschen unsicher fühlst, dann check einfach mal das E-Book, den Men's Style Guide aus. Der Men's Style Guide gibt dir einfach ein paar grundlegende Guidelines an die Hand, damit du einfach weißt, wie du dich zu kleiden hast. Mit dem Gutscheincode DALENKORTE20 bekommst du übrigens 20% Rabatt auf dieses E-Book, kannst dir einfach aufs Handy runterladen. Und Leute, ich kann euch versprechen, wenn ihr euch an solche grundlegenden Regeln haltet, wie zum Beispiel die 3-Farb-Regel oder wie zum Beispiel zu wissen, welche Farbe zu einem passt, das merken die Frauen. Und außerdem ist es auch gut für dich, denn du fühlst dich dann auch nochmal wesentlich besser in deiner Kleidung. Bei dem nächsten Punkt fasse ich jetzt eigentlich direkt zwei Dinge zusammen. Und zwar Ausstrahlung und Haltung. Starten wir mit letzterem. Eine Frau merkt direkt, ob jemand gerade aufrecht steht und selbstbewusst mit jemandem spricht oder ob jemand einfach noch ein bisschen unsicher ist und sich einfach noch nicht so wirklich traut, mit jemandem zu sprechen und einfach seine Haltung so ein bisschen Unsicherheit widerspiegelt. Natürlich merken das die Frauen. Die Frauen haben dazu wirklich feine, sensible Fühlerchen. Die merken das direkt. Heißt, Körperhaltung ist ein ganz
ganz wichtiges Thema. Stehst du selbstbewusst da? Stehst du selbstbewusst in deinen Schuhen oder bist du eher ein bisschen unsicher? Und da sind wir auch schon beim nächsten Unterpunkt, denn für mich hat Haltung auch was mit der Ausstrahlung zu tun. Wenn du nämlich eine gute Haltung hast, ja, eine selbstbewusste Haltung hast, dann hast du auch direkt eine andere Ausstrahlung. Und unter Ausstrahlung ist vor allen Dingen eine Sache super wichtig, und zwar dein Lachen. Ja? Bist du eher jemand, der viel lacht oder lachst du eher nicht so viel? Wenn du nämlich zum Beispiel dich mit einer Frau triffst, auf ein Date triffst und ihr super viel Spaß habt und super viel lacht und du generell eine positive und gute Ausstrahlung hast, ja, was ist das? Ein richtig fetter Pluspunkt bei den Frauen. Und die Frauen achten darauf, ob du halt eine positive Ausstrahlung hast und eine gute Haltung hast oder halt eher eine in sich gekehrte Haltung hast und eine negative Ausstrahlung hast. Denn ist doch mal klar, du persönlich willst natürlich auch nur mit Leuten unterwegs sein, die cool sind, die eine positive Ausstrahlung haben. Denn mit solchen Leuten hängt man natürlich gerne ab. Und das tun die Frauen der Schöpfung natürlich auch. Der nächste Punkt ist kein Punkt, den man äußerlich irgendwie erkennen kann, sondern den kann man riechen. Wenn man sich von Weitem erstmal sieht, dann kann man nicht wahrnehmen, wie der andere riecht. Aber wenn man dann zum Beispiel zusammen an der Bar steht und vielleicht den einen oder anderen Drink nimmt, dann nimmt man natürlich auch den Geruch des Gegenübers wahr. Und wenn der Gegenüber dann ein schönes Parfüm drauf hat, Leute, das hat natürlich einen positiven Effekt. Und die Frauen der Schöpfung, klar, die achten darauf, ob jemand ein gutes Parfüm trägt oder nicht. Und bitte tu mir, dir und den Frauen der Schöpfung einen Gefallen. Mach jetzt nicht Folgendes und spring in einen Topf One Million rein oder hau dir Parfums de Marly Layton drauf, volle Kanone. Denn wenn du so einen intensiv riechenden Duft hast und dich damit komplett einparfümierst, dann riechst du wie ein Tigerpuff und dann ist das nicht mehr angenehm, sondern dann ist es eher ein bisschen kontraproduktiv. Also such dir einfach ein gutes Parfüm, einen guten Duft aus, der zu dir passt, ja, der möglicherweise auch bei den Frauen gut ankommt. Und wenn du da einfach noch ein paar weiterführende Informationen brauchst, ja, schau beim verrückten Jeremy vorbei, da wirst du sicherlich ganz gut fündig werden. So Leute, jetzt kennt ihr auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte, worauf die Frauen der Schöpfung bei uns Männern achten. Aber Leute, denkt dran, es kommt weniger darauf an, dass ihr jemand anderes gefällt oder dass ihr den Frauen der Schöpfung gefällt. Es kommt viel, viel mehr darauf an, dass ihr euch persönlich in eurer eigenen Haut wohlfühlt und dass ihr euch selbst gefällt. Denn wenn das der Fall ist, ja Leute, wisst ihr selber, dann flutscht alles wie von selbst. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei den Frauen und ganz viel Spaß bei euren Dates.